Dafür, dass sie jetzt mit Battle versucht, weil von den anderen Gegnern da leider nichts kam, dachte ich schon, ich wäre verflucht. Diesbezüglich läuft schon die ganze Zeit meine Tränendrüse. Ich wollte euch hier als Gegner, denn dann hätte ich mir eure Runde nicht geben müssen. Was denn für Vorbilder? Ich sag es euch lieber jetzt gleich. Euer Platz auf der Liste meiner Vorbilder geht in den Minusbereich. Jessie hat wieder mal Halluzinationen, denn der Typ will mich ermorden. Ich wäre vielleicht doch tot, hätte mich mit der Runde wirklich getroffen. Du bist die Top 3 von Rappern, die mal meine Gegner waren. Aber die Top 1 von Nanne, wenn es darum geht, schlechte Punches auf Beats zu packen. Digga, bitte was? Wo ist denn bitte der Punch? Komisch, dass du mich nimm mannst, obwohl du selber keine bist. Digga, wie krank? Ja, ich bin Battle Skull. Ist der wirklich ein nicer Punch? Dein Yozora am MMB 16. fliegt und ich bis in das Vierte noch weiterkam. Vor Yozoras Augen zerschredder ich Jessie mit deinem Lächeln. Nenn dich doch wieder putzen, dann kannst du die Reste von Jessie entfernen. In meiner Hinrunde sagte ich, dass sie auf denselben Beat nicht drauf passen. Und der Fakt, dass sie zwei Beats in der Runde pickt, bekräftigt noch meine Aussage. Meine beste Runde war das Battle gegen Affengamer. Deine war dein King-Finale gegen diesen Bastard Jessie. Die Finalisten fliegen hier gerade wegs raus. Glaub mir, seit der Paarung haben die nicht nur meinen Namen im Maul. Aber ist wirklich sehr unvorteilhaft, dass ihr der Ende der Runde gesagt habt. Vor Stamm in der Runde erwähnt zu werden, brauche ich jetzt nämlich wieder einen anderen. Du angelst Fanboys? Du kannst ja echt viel Scheiß erzählen. Doch wäre das dein Hauptberuf, würdest du ganz schnell pleite gehen. Mit solchen Lines macht diese Fotze noch auf abgehoben. So wie du rappst, hat dir vielleicht wohl ne ganze Sonderschule angeboten. Ich hab einmal meinen Namen gewechselt, aber wechselst den Namen im Battle selber fast täglich. Da war zuerst Mario, der Lisp, der Lappe, der denkt, dass er gut ist. Aber als er dann erkannte, was er für ein Lappen ist, nannte der Boss, dass ich putze. Yozora, oder ich sag einfach Mario, du bist ein Freilos. Yozora, oder auch gleich einfach putze, weil eh für dich Schluss ist. Mit so schlechten Lines wird diese Note geklatscht. Würdest dich schämen mit dem Namen Battle Skull, aber hast dich vorher Putzi genannt. Yozora nüschelte dir ein paar Dumme, die Stampfe will mich rausschlagen. Hol dir doch ein Disney-Feature für deutliche Aussprache. Dass du zu scheiße bist, merk ich ja schon, wenn ich an diesen Ramiro denke. Du gleich den Kopf wieder bei dir, weiß ich schon, dass ich dieses Battle gewinnen werde. Ich sag euch, wie dumm die Runde war, Digga, ohne Spaß. Yozora denkt am Ende, die Schlampe sei ein No-Panster.